Mädchen, Lea. Ich kenne die Oase danach. Der Schädel enthält noch uralte Magie. Ich muss ihn haben. So, ich meine, die Abo-Dame kreist wie immer, ich meine, Bett ist weg. Nö, nee, mach's nicht. Und ich glaube, ich muss den Sound leiser stellen. Wieso soll ich's nicht machen? Weil ich dann berühmter wäre als du. Vielleicht werden wir später wirklich schon ein bisschen bekannter und dann nerven sie dich. Egal. Deine Entscheidung. Jetzt müssen wir mal okay. Bekannt werden. Ja. Schaffen wir, 100 Pro. Warte kurz, ich muss. Ach, ja, boom, like uns, abonniert uns. Nein, nein, lass das ja, bitte. Ich hasse sowas. Koloss! Yeah, bitches! Moment mal kurz, ich will jetzt mein Battletech sagen. Also, Moment, ist das dieser Name mit den Zahlen dahinter? Ja. Okay, Moment. Ich muss erstmal mal ansehen. Okay. Groß A. N D R E A S Raute 2919. So, super gemacht. Jetzt werde ich in 3 Jahren erst. Also. Wahrscheinlich in ein Jahr. In 3 Tagen tot. Hey, die Aufnahmen vom Samstag waren doch geil, oder? Ihr beide wart nicht dabei. Schade. Also irgendwie das, was du da hochgeladen hast, ist irgendwie voll konfus, ich verstehe es überhaupt. Was meinst du? Alex kommt als schwuler Räuber und sagt so, hey, ihr schwucht, ist das ein Überfall? Du fandest es lustig! Ich weiß ja. Nicht. Wer fand das lustig? Das findet keiner lustig. Ja, aber hier ist so... Halt die Fresse! Nur weil du nicht mitgemacht hast. Weil ihr mich nicht gelassen habt. Nö, Luca hat dich nicht gelassen. Das ist ein Überfall. Alter, ich sterbe. Juhu. Ich war. Rette dich, ich bin mein Barbarenkrepp. Oh, ein goldener Geh. Wie nett du bist. Was ist denn das für ein großer Golem? Wem gehört denn der? Mir? Wie heißt denn der? Koloss? Fred. Nennen wir ihn Fred. Hier ist viel Gold. Fred ist so ein schöner Name. Ihr, der Fred heißt, peace out. Wie nochmal? Fred. Fred? Fred. F-R-E-D. U-T. Fred. Oh, okay, hier sind der Gegner. Ach nee, wir leben in einer harmonischen Welt. Da gibt's keine Monster-Dämonen. Nein. Ey, oh. Hey, komm, da ist ein Haus. Moment, ich war gerade in meinem Inventar, was hetzt mich nicht so? Geh mir in einen modrigen Keller. Hetzt mich nicht so. Hetzt mich nicht, ich bin ein Star. Ich bin ein Star, hetzt mich nicht. Hey, Belial ist schlechter, dieser Wurmdinger. Oder? Belial? Ja, nicht den. Oder? Weiß man das schon oder habe ich jetzt gespoilert? Nee, ich habe auch Media gelesen. Ja, ich hab da einen gelben Gegenstand kaufen können und ihr nicht. Ach, deswegen ist das verschwunden. Wow, das habe ich ja. Ja, ich habe ihn gekauft. Sollte ich mich weiß werden? Ganz. Ja, mach das. Das sieht sicher witzig aus. Hey, das probiere ich mal gleich. Warte. Kevin, du brauchst doch Intelligenz, oder? Ja. Komm mal zu mir, ich hab was für dich. Und außerdem, es gibt's auch unsichtbare Farbe, da kannst du dich unsichtbar... Wir wissen das, wir kennen uns mit Farbe aus. Klar. Besonders die weiße Farbe. Gefällt dir das? Also, Kevin, ist es gut gewesen oder nicht? Vielleicht... Ich hab keine Ahnung, was ich das Pfand nehmen soll. Und wie find... Brauchst du einen Ring mit 20 Intelligenz? Sicher! Gebe ich dir aber nicht. Oh, danke! Ich brauch ihn selbst, der gibt mir mehr, nicht Schaden, sondern mehr Schutz und
Der hat noch einen leeren Sockel, da könnte ich noch einen roten quadratischen Stein reingeben und dann hätte ich noch mehr Stärke. Au. Genau, 34. Und wie findet ihr diesen weißen Zauberer, der jetzt total weiß ist? Ach so, da drin gab's Farbe. Moment, ich kaufe ihn. Ja, ja, wir töten gerade einmal alles und du bleibst drin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich farb mich jetzt auch an. Welche Farbe? Na, weiß. Wieso wollt ihr die weißen Brüder werden, oder wie? Nein, weiß ich einfach nur am geilsten machen. Und natürlich wollen wir die weißen Brüder sein. Soll ich mich auch weiß entfernen? Moment, ich hab um 1 zu wenig. Hey, oh, hier ist die Chaos. Mann, das ist die Ohrwurm, obwohl ich gar nicht weiß, wie man das sieht. Du kommst früh drauf. Aua. Okay, jetzt sehe ich aber cool aus. Ich sehe aus wie ein weißer Engel. Zum Beispiel auch mit meinem zweiten Barbar sehe ich auch so aus. Das stimmt wirklich. Ja, das sehe ich aus wie ein Engel. Das ist ein Schulterschützer, oder? Nur irgendwie der Helm sieht irgendwie voll teuflisch aus. Kevin, zeig mal meinen zweiten Barbar her. Nö. Geh auf mein Profil und zeig ihn her. Jetzt sind wir alle weiß. Sicher wollen alle sehen, wie schön. Wir sind die drei weißen Tiere. Moment, ich geh mal kurz in die Stadt. Geht's? Macht ihr dabei weiter? Meinst du den Destroyer oder unnötig? Destroyer. Unnötig ist doch kein Barbar. Ich sehe aus wie Himmel, oder? Nö. Doch, durch. Hey, wo seid ihr? Ihr habt mich allein gelassen. Ja, hast du leiden? Ah, ist Stadtportal. Danke. Dankeschön. Ah, jetzt muss ich wieder ins Sockel. Jetzt habe ich den falschen Stein reingegeben. Ich habe einen roten Stein reingegeben, unwissend, dass der ja nicht mehr Stärke gibt, sondern nur Erfahrung. Das war peinlich. Soll ich mehr Gold oder mehr magische Gegenstände oder mehr Leben? Oder mehr Erfahrung? Frag den Marcel. Was? Marcel? Du solltest dich zwischen Gold und der Erfahrung entscheiden. Aber ich weiß auch nicht genau. Ah, der braucht schon Gold, wenn ich Erfahrung hatte. Und bin ich schneller Level 60, obwohl das auch schon ganz schön. Marcel, du stirbst nicht. Seid ihr schon wieder gegangen? Ich blas in dein Blasrohr hinein. Ihr Bastarde. Teleportiere mich zum Kevin. Ja, wo müssen wir? Nach oben, oder? Wir sind die weißen, wir sind die weißen Engelchen, genau. Engelchen. Oh, jetzt habe ich mich vergessen. Da kommen wir nicht mal. Oh! Ich renne irgendwie nur in Marcel hinterher. Ja, ich auch. Jetzt rennt er gleich mir hinterher, weil ich mich vorhin springen kann. Wer hat das jetzt aktiviert? Oh, schon! Oh, da unten ist ein Schrein. Ihr wollt mich da wirklich tot Schrein sehen. Schrein der Erleuchtung. Nein, Schrein der Leichtfüßigkeit oder was? Ja, Schrein der Leichtfüßigkeit. Dann machen wir uns. Ah, Spinne, Hilfe. Das ist eine Spinne. Also du bist schon drinnen, Mann. So Alter. Draußen sind ein paar Bösche. Nö, no, keine Bösche. Blaue Gegnergewette. Gesagt, ja, und die sind absicht gewesen, weil sie schon weg sind. Na, diese Spinne sieht dich aus. So wie du. Nein, Andreas, böse. Wie sagst du mir, wie ich aussehe? Wie wer? Wie Justin Bieber, das ist zu voll. Dafür könnte ich dich schlagen. Doch, Mann. Sondern die Wahrheit. Ja, ja, stimmt sag, nicht. Ich sag doch nur, was alle bereits denken. Sei nicht so gemein, Andreas. Sei nicht so gemein, Andreas. Ich sag nur, was alle bereits denken. Andreas, böse. Ich sag doch nur, was alle bereits denken. Oh, kannst du mal aufhören? Er ist gerade voll in seinem Element. Sich über andere lustig machen, oder? Nicht wirklich. Wir wollen doch alle friedlich sein. Ja, Level 20. Wieso Level ist so schnell? Weil ich besser bin als ihr. Mhm.
Elrond war früher 20 als du, also. Ja, weil er auch weitergespielt hat, während wir nicht aufgenommen haben. Keine Ahnung wieso. Ja, er war Level 14 und wir schon 18. Nein, weil er blöd ist. Psst. Oben oder unten? Eure Entscheidung. Warte kurz, ich hab doch keine Zeit. Hey. Oh. Ich schieb dir gleich meinen Strahlkolben in deinen Gesicht. Gesicht. Okay. Geh mal hier. Hey, ho, she goes oder he goes? Hier, she goes. Hier ist sie. Eine Dame, die denkt, sie wäre aus Zucker. Oder aus Süßigkeit. Boah, super gemacht! Gesund. Mach das auch mal in... Das war eine Falle. Jetzt sollten wir irgendwann mal ein Happy Wheels Let's Play machen. Nur welcher ein Let's Play? Was? Ganz kurz Spiel, aber kein Let's Play. Ja, aber ein Let's Play? Nein, man kann einfach machen, wenn du willst. Und Marcel, wohin gehst du? Aber ich will kein Let's Play machen, wo wir nur kurz ein Spiel spielen und dann am nächsten Tag wieder ein anderes. Ich will ein Happy Wheels Let's Play. Dann mach du das! Ich hab keinen Bock auf Happy Wheels. Kennt aber nicht mit Fraps aus. So. Ich helfe dir privat dann später. Oh, vielen Dank. Aber irgendjemand muss dann mit aufnehmen, ich will das nicht alleine machen. Doch, allein ist besser für dich. Nein. Such dir dann einen. Bei mich nicht. Ich hab keinen Bock doch. Marcel? Happy Wheels? Was ist das überhaupt? Das ist so ein Spiel, wo du ein Parcours machen musst und dann sterben. Irgendwo so, ein und stirbst. Ich finde das Spiel scheiße. Also ich glaube, du musst das allein machen. Wieso? Ja, Andreas will ja nicht. Marcel will ja nicht. Andreas. Manchmal hat mein Gehirn ein bisschen Probleme. Schade. Welches denn? Also die Erdnuss oder die Kokosnuss? Ich hab's selbst vergessen. Ja. Oh, die Gold. Wieso finde ich nur auf einmal? Das ist eine Truhe. Wieso finde ich auf einmal die Gold? Ich hab 18% mehr Gold. Weil, wie das aussieht. Killerspiele fördern kein Amoklauf. Was hat der für Probleme? Ja. Die meisten Erwachsenen sagen heutzutage, hey, spiel nicht diese Killerspiele, sonst wirst du noch zum Amokläufer. Richtige Truhe. Deswegen ist... Ab wie vielen Jahren ist die Abo? Ab 16. Oh! Rufen wir das an. Wir sind nämlich erst 17. Ja. Ja, doch. Ja, wir sind 17. Ja. Natürlich sind wir erst 10. Ja, logisch, das hört man ja. Grüß Gott, Hans, mein Name. Keine Ahnung, ist mir irgendwie in den Sinn. Grüß Gott, Hans, mein Name. Ist mir irgendwie in den Sinn gekommen. Okay, ich freue mich schon, wenn wir uns über das lustig machen, anstatt über das Außenfenster. Grüß Gott, Hans, mein Name. Können wir mal kurz in die Stadt rein? Reingehen oder teleportieren? Reingehen. Waren wir nicht schon vor 5 Minuten? Ja, aber ich konnte da aus irgendeinem Grund nichts verkaufen. Bitte, Jo, sag das noch einmal. Verkauf. Grüß Gott, Hans, mein Name. Das klingt cool. Also nur der das Original gesagt hat, kann das irgendwie haben. Nee, aber weißt du noch, Kevin, so, also 2 Monaten im Herder, so zu dem kleinen Mädchen. Bananen. Ja. Da warst du nicht dabei, Andreas. Na und, ich find's trotzdem lustig, auch wie er es erzählt hat. Komm. Diese ganzen Insider da, das ist doch ein Wahnsinn. Oh, du hast die Wegmarke gefunden. Oh, du auch? Ich auch gerade. Hey, ho, oh, hier schicke ich mach schon über 100... 34 Schaden. Ja. Ich mach 87. Ich mach 1000 Damage. Oh, ey. Ja. Du weißt schon, dass ich das ganz leicht nachschauen kann.
einfach nur auf Spiel ansehen und was wählt man, du machst nur 79,63 Schaden. Nee, mit meinen Fledermäusen meine ich. Jetzt auf einmal, oder wie? Grüß Gott, Hans, mein Name! Besser? Nein, vor allem was lustiger, so desinteressiert, so grüß Gott, Hans, mein Name. Grüß Gott, Günther, mein Name. Glaub ich dir nicht. Ich kauf ich dir jetzt nicht mehr ab. Es gibt so einen World of Warcraft Pro Game in unserer Anlage, der heißt Günther. Pro. Pro. Das erinnert mich an diese SpongeBob-Folge. Das ist der, Olaf. Lass mich raten! Olaf. Und dann so, und mein Name ist, ja, lass mich raten. Ganz richtig, Günther. Ja, das wird total geil. Ich finde die alten Folgen von Smash Bros. Viel besser als die neuen. Zum Beispiel, ja. Kennt jemand die Folge mit der Schokolade? Schokolade! Ja, und so, Schokolade. Patrick, du musst das nächste Mal mit Gefühl machen. Und dann Patrick so, ich liebe sie. Alter, das war so lustig, ey. So, ja, und dann so, oder wo er ihn mit den Augen so... Konzentration. Und er so, was starrt der Fetzer mich denn? Was starrt der Fetzer? Dann hat er die Tür so zuckert und die Augen standen ihm. Und dann so, ganz nett haben sie es. Sie ganz nett haben, Alter. Und Patrick ist immer noch der Coolste. Entschuldigung. Husten, Alter, ich glaube, ich hab deinen Wind gerade aus dem Mikro gespürt. Wie bitte? Ist das nicht cool, wenn erwachsene Leute, so wie wir sind ja schon 50 Jahre alt, über SpongeBob. Sicher. Und wir erinnern uns zurück an die wunderschöne Zeit. Schaut ihr euch eigentlich die Videos, die ihr auf YouTube hochlädt? Nö. Also, ich nicht. Nicht jedes, aber schon manche. Und, ja, okay, wenn man irgendwas nochmal... Keine Ahnung. Ich habe mir das Video von mir angesehen mit World of Tanks. Ich verstehe nicht, dass das sogar 4 Likes hat. Ja, ich hab's geliked. Mit meinem 4 Account. Echt? Aber ich würde es machen, wenn ich in die anderen 3 noch reinkäme. Wenn das Passwort noch wüsstest. Ich hab nur meinen eigenen Account. Nein, ich weiß die E-Mail-Adresse nicht. Das ist ja das Lustige. Ich habe um die 50 E-Mail-Adressen. Und ich habe keine Ahnung wieso.